Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Kochsimulator. Wir sind wieder in der Pizzeria hier. Es geht weiter und wir haben einen neuen Teig bekommen. Ne? So wie es bisher war, war es ziemlich immer linear, dass wir immer nur einen Pizzateig meistens gebraucht haben. Ne? Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir danach hat auch mal mehr Variation da reinbekommen. Jetzt machen wir aber erstmal das andere Teigrezept hier. So, aktiv ist keine Bestellung. Jawohl, dann gehen wir erstmal eine Questbilder. Was ist denn das hier? Ach so, das wollte mir nur sagen, dass da was neu ist. So. Pizza Pro. Ja. So, Teig. Wir brauchen den Teig mit Dinkelmehl. So, was brauchen wir denn das Schönes? Natürlich Dinkelmehl. Pin, zack. Runter mit dir. Dinkelmehl müssen wir natürlich erst kaufen. Das sind wieder Ausgaben, ne? Wo wir dann wieder haben hier. Produkte. Ja, Produkte. Dinkelmehl. Kaufen. Wie viel ist denn das in dem Kasten hier? Ich schmeiß das mal kurz am Boden. 3,5. Okay, passt. Da steht Liter, aber das sind ja Kilo, ne? Aber das haben wir dann sofort hier rein. So, ja, der staubt. Jawohl. Mülleimer. Es ist schön, dass es eine Packungseinheit ist. Wasser 2,3 Liter. Die waren das in die Kanne passt, ich glaube 2 Liter rein. Hä? Moment, hä? Da machen wir erstmal die 2 Liter. Da steht wahrscheinlich eh wieder die Hälfte. So. Ah, diesmal hat es geklappt. Ja, ich muss aufpassen, dass ich den Krug jetzt wieder zerdepper. Jetzt brauchen wir noch 0,3 Liter. So, naja, ein bisschen mehr. Ja, aber eigentlich wollte ich ja schon wieder sagen, Mehl und Wasser, ne, das klumpt doch nochmal wie Sau dann. So, jawohl, 2,3 Liter, das wird gerundet. Den Krug. Mal wieder hier. Ja, ich hoffe nur, dass ich. Warte mal, ich stelle. Ich stelle den, guck mal hier. Na, das geht nicht, okay. Kann ich den nicht hier reinstellen? Aha. Ich weiß, der fliegt wieder irgendwann. Ich traue mich, da den nicht hier am Fenster hinzustellen. So, okay, passt. Ich hoffe nicht wirklich, weil den habe ich am Anfang gleich zerdämmert, ne? So, jetzt brauchen wir 50 Gramm Salz. Salz, das hat man doch hier noch. So, hier. Ja, da müssen wir bald mal wieder Neues kaufen. Nee, hier ist immer daheim. So, auf was steht denn das? Auf 10. So. Jawohl, dann brauchen wir Würfelhefe. Hat auch Instant-Hefe, wie man das so schön sagt. Instant-Trockenhefe. So, ich nehme mal stark an, das ist ein so ein Trocken hier. Ah ne, okay. Da brauchen zwei Brocken. Ein Brocken sind 10 Gramm, das müsste eigentlich dabei stehen. Aber ne, man sieht es halt nicht. So. Was brauchen wir noch? Olivenöl, nur 80 Milliliter, das ist ja armselig. Okay. Aber Wasser ist eigentlich immer genauso viel drin wie in den anderen Teigen auch, ne? Uah. Das war ein bisschen. Da haben wir jetzt ein Ausrufezeichen dran, weil es ein bisschen viel wegen 10 Milliliter. Also komm, so päpstlich ist man doch gar nicht hier. So, Zucker 100 Gramm. Aber könnt ihr jetzt ein bisschen zum Beispiel die anderen Zutaten auch anpassen? Ne, aber ja, nee, das ist zu tricky hier jetzt eigentlich. Ich bei alles jetzt das kleinste ausrechne, dass das passt.
Drum, ich hätte halt gerne einen Messbecher, ne? So, das ist 10. So, 100. Na, normalerweise, das würde doch gar nichts machen. Dann ist er halt ein bisschen cremiger. So, wir haben auf jeden Fall hier einen Teig Eimer dort stehen. So, ach so, erst muss man den Hebel hier Schützgitter und 8 Sekunden und schon geht's ab hier. So, haben wir noch Allzweckmehl rumstehen. Okay. So, dann das automatisch hier rausfladeln hier. So, schön. Ich hätte gedacht, das Band hört gleich mal auf zu laufen. Ah, dann haben wir jetzt ja einen neuen Teig. Ja, ich habe eigentlich gar keinen Platz mehr, den irgendwo noch hinzustellen. Da muss ich das Fenster ja ein bisschen zu machen. So, aber da kann man doch. So, schwupp, hingeworfen, passt. So, ja. Neapolitanischer Teig haben wir noch, aber ja, na egal, wir gucken mal jetzt, was der Tag bringt. Da kann man auf die, ach so, stimmt, wir müssen auf die Uhr klicken. Wir brauchen ja sonst, ach, da brauchen wir sonst noch irgendwas anderes, zutatenmäßig. Parmesan gerieben, ja gut. Ist jetzt eigentlich hier nicht bestellt worden bisher. Großartig. Salami, ja gut, das haben wir auch schnell geschnitten. Ah, jetzt fällt mir gerade auf für die Soße, da geht 2 Liter rein und Sachen hier, also so einzelne, da geht nur 1 Kilo. Ah ja. Moment mal. Moment mal, Moment mal. Ach, da habe ich das noch. Ah, da ist noch Thunfisch drin. Okay. Das war jetzt natürlich auch ein gekalter, ne? Das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, 2 Kilo passt da in so einen Behälter. Naja. Gut, dann machen wir mal den Tag zu Ende, damit es weitergehen kann. Upp, ausgeblendet. Lalala. Ein paar Einnahmen haben wir noch und wir haben natürlich wieder was ausgegeben, ne? So. Eine Pizza hat man schön, die anderen hatten halt jeweils immer ein bisschen Abwertung hier vom Stern her. Ja, kann man auch nichts dran ändern. Es geht weiter hier im Spiel. Ich nehme natürlich wieder 5 Pizzen an. Was haben wir denn? Da, Menü. Fischpizza, okay. Capricciosa mal wieder. Margarita, Mariana und Gemüse. Nimm mal die Gemüsepizza gleich mal hier ran. Ich kann halt leider auch keine 2 Pizzen auf einmal hier anpinnen. Das wäre auch ganz nett. Deswegen ist der Küche eigentlich in dem Bildschirm ganz schön, dass man da auf mehreren Bildschirmen dann das anzeigen kann. Ah, wir brauchen tatsächlich mal einen New York-Style-Teig hier. Einen mittleren. Haben wir da einen mittleren übrig? Ne, haben wir nicht. Dann teilen wir einen. So, das ist jetzt der kleiner. So, Mittel. Schwupp. Ich freue mich immer, wenn wir da mal was anderes haben, ne? Und nicht immer das Gleiche. Gut, die Soße ist natürlich wieder Standard. Aber ja, was willst du machen? So, wenn denen die Kunden das am besten schmeckt. Es sind doch 200 Milliliter, was da drauf kommen an Soße. Okay. Ist aber ganz schön eigentlich. Waren doch letztendlich nur eine kleine, kommt auch 200 drauf, das ist aber sehr viel dann. So. Provolone geschnitten. Provolone, was ist denn das? Das ist was, was wir noch nicht haben. Ah, Mist. Okay, da müssen wir das auch kurz machen. Das kommt wahrscheinlich eh wieder nicht sehr oft vor, aber ja, gut. Dann machen wir halt unseren Kilo hiervon. Hat man 120, das heißt 5 Stück des Provolone, das müsste hier irgendwo rumfahren. Wie ist denn das? Gambier? Weiße Zwiebel? Also, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was Provolone sein soll. Weil mir fällt jetzt da gerade gar nichts ein. Ist es im Gefrierfach denn?
Ach, tatsächlich? Nee, ist Mozzarella. Butter. Nee, das ist ja gar nicht. Warte mal, ich stelle mal kurz den Korb weg. Da ist es nicht drin. Da ist es hier im Regal. Süßer Mais, Kapern. Ölkännchen, was ist denn das hier? Nix, okay. Ach, da, Provolone, was ist denn das? Das ist eine Paprika-Art oder. Ne, Kürbis ist es, glaube ich, nicht. So, eins, zwei, drei, fünf. 15 Credits, ein so ein Ding. So, geschnitten. Ja, da haben wir jetzt ein Problem. Weil wir da noch Thunfisch in der einen GU drin haben. Schinken, 200 Gramm. Warte mal, kann ich den Schinken vielleicht? Kann ich vielleicht damit reinleeren? Oder? Das geht nicht, ne? Ach, schade. Warte mal, erweiterte Steuerung. Ja, nee, das fällt nicht raus. Okay, es ist nicht wie in der Küche. So, ja, da müssen wir uns leider einen neuen Behälter kaufen. Das heißt eigentlich schon mal zwei. GU-Behälter. GU sag ich schon wieder. Warum sag ich immer GU? GN meine ich natürlich. So, dann müssen wir den Thunfisch nehmen hier kurz nochmal. Ja, wegwerfen möchte ich den nicht. Hier wird nichts weggeworfen. Ja, kühlstellen können wir denn ja leider nicht. So, hier neuen GN-Behälter. So, hier sind wir daheim. Diese Provolone hier schneiden. Ja, schön, dass wir das von Hand machen müssen. Aber das kostet halt auch schon wieder Zeit, ne? Jetzt haben wir gar keinen Platz da auf dem Tablett hier. So, dann kommt es halt hier hin. Ja, das ist ein Durcheinander hier. Schwupp. So, Provolone, 120 Gramm geschnitten. 15 Gramm ist eins und Scheibchen. Warte mal. 15:30. Hier. Das heißt 8 Stück. So, wenn wir 8 Stück haben, dann machen wir das auch so. Okay, dann Cocktailtomaten geschnitten. Zurück. Cocktailtomaten. Darf es? Ah ja. Hab schon Angst gehabt, wir hätten es nicht geschnitten. 160 Gramm. Warte mal. 30 Gramm. Uff. Ach, das wird dann hier so drauf gestreut. Ja, und das sind halt immer so Situationen, wo dann natürlich heißt, nachher hat, ja, Zutaten schlecht verteilt, ne? So, 160 Gramm. Na, ach so. Ich muss erst aus dem Menü raus, sonst kann ich nicht scrollen. Kapern, 32 Gramm. Kapern, kapern, kapern. So, wir kapern kein Schiff. Also ich bin mir sicher, dass wir Carbon vorbereitet haben. Wahrscheinlich drüben. Ah, hier. So, 2 Gramm haben wir ausgewählt. Wir brauchen 32. Mal. Jawohl. Das sieht doch eigentlich ganz gut verteilt aus. Da brauchen wir noch Champignons. 50 Gramm. Da müssen wir gleich durchschalten. Oh.
Das heißt 10 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und Basilium. Basilikumblatt, meine ich. 48. Oh je. Das sind ja jede Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So. Okay. Das war's. Sehr schön. Dann können wir die Pizza schon mal zum Ofen geben. Irp. So. Auf geht's. Was war das jetzt? Mittel. Okay. Da brauchen wir dann wieder einen mittleren Teller. So. Schwupp. So, dann Holzscheit. Wir haben doch jetzt schon mehr wie 10 Minuten wieder verbraten, oder? So. Mittlerer Teller vorbereiten. Aber läuft. Währenddessen kann ich schon mal auf die Mariana schalten. Das ist zwar ein alter Hut für uns, aber okay. Kundenwunsch ist Kundenwunsch. Da machen wir natürlich alles, ne? So. Okay. Na, so schnell backt ihr gar nicht. Ich hatte gedacht, ihr backt schneller. Na gut, ich habe auch nicht so viel Holz reingehauen jetzt. So, schwupp. Belohnung, irgendwas habe ich bekommen. Ich weiß nicht für was. So schnell konnte ich da gar nicht reagieren, wie das da aufgeploppt ist. So, dann auch sofort servieren. Ich glaube nämlich, es wird auch kalt in der Zeit, die Pizza, ne? So, das war Gemüse. So, jawohl, verschwindet im schwarzen Schieber hier drin. Ja, da haben wir die vollständige Wertung. Aber jetzt wird es wahrscheinlich wieder abnehmen. So, die Mariana. Ja, wir brauchen einen kleinen neapolitanischen Teig. Warte mal. Dann machen wir wieder einen kleiner hier. Dann haben wir nämlich schon einen kleinen Teig. So. Einmal Mariana-Soße. Mariana. Na, ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Folge das richtig geschrieben habe in der Beschreibung. Also nicht in der Beschreibung, ich meine im Titel. So, Knoblauch geschnitten. 16 Gramm. Ach, das ist ja armselig wenig. Was da wieder drauf kommt. So, und Basilikum. Nein, nicht so viel. Das war jetzt falsch. Weiß mal hierher. Vielleicht brauchen wir es ja nochmal. Ich muss hier. Ja, das Blöde ist tatsächlich in dem Modus, wenn man ist. Dann wird es zu groß hier. So, 1, 2, 3 und 4. Schwupp und. Her mit dir. So, der Ofen glüht noch ein wenig. Das reicht auch erstmal. Das, was auch ein bisschen problematisch ist, ich weiß gar nicht, was für eine Pizza das dann ist. Das steht auch nicht mal dabei, ne? Man muss sich das also merken, welche Pizza man wo rein hat hier dann. So. Die nächste Pizza können wir schon mal vorbereiten. Anpinnen, das ist die Capricciosa. So. Aber wieder neapolitanisch Mittel. Mittel. Na, komm her. So, wie weit ist denn die? Kann man noch geschwind auswählen. Ja, ich bin halt wirklich so ein alter Kontrollfreak, ne? Deswegen gucke ich halt immer gleich wieder und. Ja, also Mariana-Soße, die geht also wirklich hier, die
Asche noch bald leer. Ja. Jetzt dürfte die Pizza echt durch sein. Ja. Will ja nichts verbrennen lassen hier. Das ist einfach. Ja. So. Einmal ohne Käse, ohne alles. Ist ja langweilig. Irgendwann bestellt einer einen normalen Teigfladen hier. Durchgebacken oder so. Ja, ich würde dann auch nur gebacken rausgeben. So, Mariana. Jawohl, ja, da haben wir jetzt schon Zeitabzug. Das habe ich gewusst. Na, weiter geht's mit unserer Capricciosa. Mozzarella. Okay. Nicht Motzen, sondern Mozzarella. Haha. Das ist wieder der geschnittene hier. 100 Gramm. Das ist die übliche 100 Gramm Variation hier, ne? Da. Dann brauchen wir Prosciutto Cotto wieder. Prosciutto Cotto, das ist gekochter Schinken. So, 75 Gramm. Wupp. 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 Champignons 50 Gramm. Ich weiß gar nicht, ob das sehr identisch ist mit der letzten Capricciosa. Ja, da müssen wir 10 Pilze arrangieren. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Jawohl. Artischocken 100 Gramm. Das sind jeweils 25, also wieder 4 Stück. Zack, zack, zack. Schwarze Oliven, also ich glaube, das ist tatsächlich identisch von der Menge her. Wenn es nicht so wäre, könnt ihr mir natürlich das dann gerne sagen. Aber ich meine es tatsächlich. So, ein bisschen weniger noch. So, genau. Ja, das sieht auch wieder so ungleichmäßig verteilt aus. Hier ist wenigstens einmal Käse drauf. Käse tut doch so ziemlich alles aufwerten, finde ich. So, schwupp. Und schwupp. Und Holz rein. War es nicht schon wieder ziemlich unten? So, dass gar nichts mehr geht. So, okay, passt. Das ist ein mittleres Tellerle. Wow, wow, wow. Ich fast wäre runtergeflogen. So. Eine Margarita-Pizza. Das ist mit viel Käse, oder? Das heißt, naja, viel. Es kann auch wenig Käse sein, aber ja. So, einen mittleren Teich. Wenn man da zu nah dran steht, geht es manchmal nicht. So, ich traue mich da immer nicht, wie gesagt. Ich muss das immer in Kontrolle haben hier. Bei mir gibt es nichts Verbrenntes. Also, normalerweise nicht. Wupp. So, ja. Wäre ja auch lustig, wenn es da dann eine Pizza... ach, du Heiliger! Ha, sacre bleu noch mal hier, das geht ja mal gar nicht. Okay, wir haben Sauerei gemacht. Ja. Ach du Heiliger, was war denn jetzt das? Warum hat es jetzt so blöd hier reagiert hier? Komische Kamera hier. Jetzt haben wir den Kuch hier, den zerdeppert, den zweiten, den wir schon hatten. Und die Pizza liegt ja einfach immer hier oben am Boden rum hier. Ach du Heiliger. Komm, kriege ich den? Jawohl, den Hocker schmeißen wir auch durch die Gegend. Ach, das gibt's ja nicht. Also warum ist denn das jetzt passiert? Hm, merkwürdig. Okay. So, gibt's halt ein bisschen eine dreckige Pizza hier. Was soll denn... Warum? Das Spiel backt hier gerade ein bisschen. Okay, warum hat es jetzt nicht geklappt im Teller? Will mich das jetzt hier verarschen? Das sabotiert mich jetzt hier wieder. Mann, 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 Mann.
So, Teller. Hä? Willst du mich jetzt... Das kann doch nicht... Ich weiß nicht, also irgendwas ist jetzt gerade verbuggt hier. Ja, schön. Immer so Teig hier durcheinander schmeiße. Ich werde narrisch, ich werde narrisch. Hi, du Blitz. Das ist der Dädel, nächste Dädel-Pop ist hier. Och Mann. Ne, er macht es nicht absichtlich. Ah, sieht sie jetzt aus. Wo ist jetzt die Pizza? Ist doch schon kalt jetzt mittlerweile, oder? Ach du Heiliger. Aber irgendwas ist jetzt gerade merkwürdig. Also sitzt am Teller. Es geht nicht. Ihr seht's alle. Irgendwie will die Pizza nicht auf dem Teller bleiben. Also. Ja, da passiert das wieder. Ja, ich ziele auf den Teller. Ja, jetzt liegt es am Teller. Tja, ich weiß nicht, was da heute los ist. Ah, nee, ich krieg die Pizza nicht. Naja, gut, Leute, dann machen wir es mal folgendermaßen. Dann muss ich leider für heute mal beenden. Ich möchte jetzt halt ewig hier wieder laden hier. Ich werde jetzt natürlich mal speichern und neu laden. Ob das dann behoben wird, der Fehler dadurch. Ja, es tut mir jetzt schrecklich leid, dass wir heute ein bisschen früher Feierabend machen. Aber ja, ihr seht ja, ich habe irgendeinen Bug mal wieder im Spiel. Ja, auf jeden Fall sagt Tschüss, euer Lego wieder. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir natürlich ein Like da lassen und natürlich auch einen Kommentar schreiben. Ne? Könnt ihr mal schreiben, ob ihr das auch schon gehabt habt hier oder so. Das Problem. Ja, tschüss, sagt euer Lego.